Ich habe wieder das Motorrad. Ist auch lange her, dass ich das hatte. Sind das echt alle? Ich den beinahe verpasst. Sind das echt alle Aufträge, die wir haben? Arsenal, Inventar. Ah, Bismarck und Ravana, ja. Das geht, glaube ich, noch nicht. Hildebrand ist plötzlich einfach stehen geblieben. Keine Ahnung, was er jetzt schon wieder hat. Was ist los, Herr Kriminologe? Wittern wir wieder einen neuen Fall? So wie du gerade vor der Nana. So wie den gerade vor der Nana war, Mine? Ruhe, werte Ellie, stört nicht meine Konzentration. Etwas Böses ist hier. Eine kriminelle Energie, die an Niedertracht nicht zu überbieten ist. Sollte das etwa der Feller von Ueda sein? Jetzt hat er zwei Beulen. Elender, seht, was ihr aus meinem schönen Antlitz gemacht habt. Meine Chancen bei der uidischen Weiblichkeit sind dahin. Sprecht euer letztes Gebet. Hahaha, rein zufällig ist mir gerade eine tollwütige Chimäre aus dem Kolosseum von der Leine entwischt, dass ich hier Gassi geführt hatte. Die niedliche Kriegerin des Lichts und dieser verflixte Kriminologe werden ihr blaues Wunder erleben. Nanu, wo bleibt denn mein Chimärchen? Ich sag doch, werdet Goldschmied und ihr seid der stärkste Krieger des Lichts. Einfach Goldschmied werden. Hey, das ist Tierquälerei. Was hält diesen Mistkerl ein? Vater, das. Der Blutdurst, den ich gerade gespürt habe, war deine Jagdlust. Und ich dachte schon, wir könnten endlich den Feller von Uida-Ding festmachen. Na, sieht mal eine an, Hildebrand, mein Wonneproppen. Was führt dich denn her? Ich für meinen Teil arbeite an einer neuen Kreation, einem Familienring. In der Steppe zog es mich, um Materialien und Inspiration zu sammeln. Ja, was du nicht sagst, aber klar, das hätte ich eigentlich sofort an deiner Arbeitskleidung erkennen müssen. Wenn du uns jetzt bitte entschuldigen würdest, aber mir steht ein Kampf im Kolosseum bevor. Sag nicht, du nimmst am Mitri-Pokal teil, Junge. Teil, mein Junge. Das will ich mir nicht entgehen lassen. Wink deinem Papi auf den Rängen zu, hörst du? Ich bin ja so stolz auf dich. Der Kriminologe ist der Sohn dieses Muskelprotzes? Wenn sein Vater ihm auch noch ein Zehntel seiner Kraft vererbt haben sollte, kann er wieder einpacken. Wie konnte ich mich nur so von ihm täuschen? In ihm täuschen. Killy ist nicht zu unterschätzen, mein Freund. Sagt wer? Ach, wer war das? Ellie ist nicht zu unterschätzen, mein Freund. Ellie und Solis, endlich habe ich euch gefunden.
Du bist kein gewöhnlicher Krieger. Solltest du etwa ein Freund dieses lästigen Kriminologen sein? Freund? Eher wohl Feind. Ich bin Gilgamesch, der wandernde Fechtmeister. Du bist ein Feind? Na wunderbar, das macht dich nämlich zu meinem Freund. Sag schon, Kumpel, wo liegt sein Schwachpunkt? Das wüsste ich auch gern. Sieh dich vor, diese Kriegerin des Lichts ist sogar noch stärker. Und das aus dem Mund eines Fechtmeisters. Mit wem habe ich mich da bloß angelegt? Mit einem überaus mächtigen Gegner, mein Freund. Lass es lieber bleiben. Du siehst zwar nicht wie der unfähigste Krieger aus, aber die zwei sind dir haushoch überlegen. Allein schaffst du das nie. Und jetzt entschuldige mich bitte. Ich werde gesucht. Ich sollte nicht zu lange an diesem Ort verweilen. Solis, ich werde dich im Staub kriechen lassen und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Allein bin ich denen nicht gewachsen. Dann muss ich den Plan, sie vor dem Kampf auszuschalten, wohl begraben. Aber mir bleibt ja immer noch das große Finale und mein Ass im Ärmel, mein alter Bekannter, der mir schon oft aus der Klemme geholfen hat. Ein Ring, der die fließende Bewegungen eines Kopffüßers nachahmt. Wieso bin ich da nicht früher drauf gekommen? Heiliger Leviathan, der verrückte Alte hat mich entdeckt! Nicht so schnell, Freundchen. Du hast mir doch noch gar nicht dein Materialsortiment gezeigt. Wie schnell der einfach ist. Muskelprotze, ich hasse euch alle! Oh Mann. So, und wieder reingehen. Ich hoffe, es kommt irgendwann der Tag, in dem es keine Ladezone mehr gibt. Ah, Mist. Nicht das nochmal. Moment. Kommando war das. Das dürfte ja jetzt nicht mehr passieren, ne? Genau. Okay.
Gut, dass wir meinem Vater so schnell losgeworden sind. Ein Kopf im Sand pro Tag reicht mir. Vor dem Kolosseum sammeln sich immer mehr Leute. Es sollte jetzt jeden Moment losgehen. Avila konnten wir zwar nicht in die Trickkiste schauen, aber immerhin scheinen wir dem Feller von Uida ein Schnippchen geschlagen zu haben. Ha, vermutlich hatte er einfach zu viel Angst vor mir. Und wer könnte sie ihm verdenken? Bald schon wird eine ganze Welt von meinen Kampfkünsten im Kolosseum erzittern. Das stinkt doch zum Himmel. Blaupapier gibt's den Inhalt, oder? Müsste doch sein. Also dann, meine Freunde, es bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als diesen Fall so zu lösen, wie ich es am liebsten habe, von Angesicht zu Angesicht, unerschrocken und wider jeder Gefahr, direkt in der Höhle des Löwen, dem Kolosseum von Uida. Ich werde mich Avila stellen, in der Hoffnung, dass du mir in der Arena kein Klotz am Bein bist und die Schurkin vor versammeltem Publikum überführen. Doch vorher sollten wir uns bei Ultros noch nach dem Ablauf des Kampfes erkundigen. Ich möchte verhindern, dass unsere listige Gegnerin mir aus irgendwelchen im Kleingedruckten versteckten Regelverstößen einen Strick dreht. Ein guter Kriminologe ist schließlich stets auf alle Eventualitäten vorbereitet. Wohlan, meine Freunde, auf ins Kolosseum! Ja, ah, ich bin richtig. Hätten die mir nicht ein paar Jahre weiter zum Torbogen postieren können, dann würde ich vor den Kämpfen im Kolosseum vielleicht mehr mitbekommen, als immer nur den frenetischen Jubel. Ah. Herr Ultros steht dort oben auf der Treppe. Ob er da mal runtergefallen ist? Er hat so dicke Beulen auf dem Kopf. Ah, wir können sogar hier hoch. Nice. Jetzt hat er 3 Stück. Puh, bin ich froh, dass ich diesem Verrückten entkommen konnte. Schade nur, dass das nicht auch für all meine Zähne gilt. Und an allem ist nur dieser nervige Kriminologe schuld. Wie gut, dass ich auf meinen Meister Verlass ist. Ihr werdet mich rächen, nicht wahr, Meister? Schon bald serviere ich euch die Idioten auf den Präsentierteller. Wartet einfach hier. Hunger! Werter Ultros, ihr seid beschäftigt? Ich wollte mich eigentlich nach dem Ablauf meines großen Finalkampfs erkundigen. Es tut mir furchtbar leid, aber ich muss vor Beginn der Kämpfe noch das Büro, putzen. Die Bösen sind schon gebonert, weshalb ich euch momentan keinen Zutritt gewähren kann. Ihr könntet ausrutschen und euch wer weiß was stoßen. Seht euch nur meinen Kopf an. Hunger! Da sind wir wohl etwas zu früh aufgekreuzt, das tut mir leid. Allerdings entschuldige bitte diese unerhörte Frage, aber mir war gerade, als hätte ich von jenseits der Tür eine Stimme vernommen. Das ist völlig unmöglich, niemand ist im Büro. Ich setze doch die Gesundheit unserer edlen Gladiatoren nicht aufs Spiel. Ihr müsst mal mein Magenknurren für eine Stimme gehalten haben. Onan macht ganz schön hungrig, Jetzt habe ich das nicht gelesen. Ja gut. Hunger! Dann klingt dein Magen aber komisch, Herr Ultros. Wie heulender Wind. Hast du vielleicht ein Loch im Bauch, durch das es zieht? Ich muss mal wieder ganz in Gedanken gesummt haben. Eine alte Marotte von mir kann ich mir einfach nicht abgewöhnen. Die Melodie hat mir mein Onkel immer vorgesungen. Wie ging das noch gleich? Hunger, Humba. Ja, genau. Humba, Humba, Humba. Tä, tere, tä. Oho.
An euch ist ein begnadeter Tenor verloren gegangen, wie es scheint, werter Uitros. Ah, Solas, ich habe dich schon gesucht. Wir müssen reden. Unter vier Augen. Kannst du kurz mitkommen? Dieser Uitros ist wirklich ein knuffiges Kärtchen. Schau dir nur mal seine putzigen Hütchen an. Ob wirklich niemand hinter der Tür war? Vielleicht will Herr Uitros ja seine Freundin vor uns verstecken. Habt ihr etwas herausgefunden? Verstehe, Avila möchte den Sieg also für ihre Schwester erringen. Und um sicherzustellen, dass sie auch tatsächlich gewinnt, hat sie Vorbereitungen getroffen. Hm? Das kann eigentlich nur bedeuten, dass sie einen Komplizen hat. Und die Drachen sollen mich holen, wenn das nicht Uitros ist. Ich habe in Erfahrung gebracht, dass Uitros nach seiner Beschwörung durch die Taumaturgen für einige Zeit einen, wie soll ich sagen, sehr verschwenderischen Lebensstil gepflegt und beträchtliche Schulden angehäuft hat. Das kommt davon, wenn man jeden Rock in der Stadt hinterherläuft. Als Portier weiß er über die Turnierteilnehmer bestens Bescheid. Es würde mich gar nicht wundern, wenn er gefährliche Gegner, die möglicherweise auf Avila getroffen wären, aus dem Weg geräumt hat, um dann seinen Anteil vom Preisgeld einzustreichen. Doch das erklärt immer noch nicht ihre Schwertwirbel. Wenn wir ihr im Finale blauäugig gegenübertreten, ist nicht nur dein Sieg, sondern auch dein Leben in Gefahr, Solas. Wir müssen ihre niederträchtigen Tricks unbedingt aufdecken. Wenn ich mich vorhin nicht verhört habe... Okay, meine Klinge geht. Bin gleich wieder da. Okay, Post um diese Uhrzeit. Postboten kommen bei uns sehr früh, wie es scheint. Wenn ich mich vorher nicht verhört habe, haben einige Bedienstete des Kolosseums gerade heute Abfälle aus den Qualifikationskämpfen zur Abholung in die Perlengasse gebracht. Vielleicht finden wir unter ihnen ja einen Hinweis auf Avilas Machenschaften. Wärst du so gut, dich dort einmal umzusehen? Muss ich jetzt hin? Kolosseumsabfälle in der Perlengasse, okay. Dort hinten also. Kiste mit Kolosseumsabfällen. Eisenzurske. Eisensummer. Nicht Ichigo ist der Protagonist von Bleach, sondern Eisen. Eisen hat seinen eigenen Manga geschrieben. Er ist eigentlich der Mangaka von Bleach. So.
Ist dir ein Beweis in die Hände gefallen? Hauptsächlich Handzettel und Plakate. Moment, was ist das? Ein Beutel und der riecht geradezu ekelerregend. Was hat der unter all den Papierabfällen zu suchen? Ob jemand unauffällig einen Beweis verschwinden lassen wollte? Dem Aufdruck nach wurde der Beutel bei Sintgov erworben. Wir sollten ihm umgehend einer Befragung unterziehen. Mit etwas Glück kann sich Sintgov noch erinnern, wer den Beutel bei ihm erworben hat. Wir sollten ihn umgehend befragen. Danach kommt, glaube ich, der Inhalt, ja. Warum mache ich eigentlich nicht den? Ah, Kundschaft, was kann ich für dich tun? Oh, ein Beutel aus meinen Beständen? Wollt ihr etwa etwas reklamen? Oh, dieser Geruch, der Beutel kann nur von Ultros sein. Ultros hat diesen Beutel bei euch erworben, guter Mann. Darin besteht kein Zweifel, diese stinkenden Goldtrüffel kauft sonst niemand, aber Ultros scheint geradezu versessen auf das Zeug zu sein. Jede Woche muss ich ihm Nachschub besorgen. Extravagante Essgewohnheiten also, mehr nicht? In der Sache Avila bringt uns das nicht weiter. Was fällt dir ein, in diesem Fall eigenmächtig zu ermitteln, Brilli? Und überhaupt, das Finale beginnt jeden Augenblick. Mürrische Aue ist schon ganz nervös, weil von euch weit und breit nichts zu sehen ist. Was sucht ihr hier über... Puh, was für ein widerlicher Gestank. Diese schimmlige Note, dieser stechende Geruch, keine Frage, bei diesem Duft kann es sich nur um fermentierte Goldtrüffel handeln. Wenn man sie anbrät, verschwindet der Geruch und macht die Pilze zu einem Feuerwerk für jeden Gaumen. Meine werte Mutter hat sie oft für mich zubereitet. Was du nicht sagst, das wäre mir neu. Muss man beim Anbraten auf irgendetwas achten? Kommissar Töpfelfeld hat mal wieder einen ausgezeichneten Riecher bewiesen. Wie es scheint. Nun, wie auch immer, wir sollten zum Kolosseum zurückkehren, bevor Mürrische Aue das Finale ohne uns einläutet. Der hat eine Quest. Recycling. Handwerker auf Stufe 30. Endlich ist die Zeit meines großen Auftritts gekommen. Ich erlaube dir hiermit ausdrücklich, meine Kampfkunst an meiner Seite zu bewundern und dir den ein oder anderen Kniff abzuschauen. Der Kolosseum-Coup. Wir haben so viel Zeit mit der Suche nach Avilas Geheimnis verbracht, dass wir darüber hinweg fast unser eigentliches Ziel vergessen hätten, das Phantom davon abzuhalten, in den Besitz des Azema-Rings zu gelangen. Der große Finalkampf beginnt jeden Augenblick. Wir sollten auf der Stelle zur mürrischen Aue ins Kolosseum zurückkehren. Ich werde Avila während des Kampfes beobachten. Halte dich von ihr fern, bis ihr ihren Trick durchschaut habe. Kämpfe wacker, wie wir es von dir kennen, und der Sieg wird dir gehören. Endlich ist die Zeit meines großen Auftritts gekommen. Ich erlaube dir hiermit ausdrücklich, meine Kampfkunst an meiner Seite zu bewundern und dir den ein oder anderen Kniff abzuschauen. Waren in den falschen angeklickt? Sehr gut. Ich werde Avila während des Kampfes beobachten. Halte dich von ihr fern, bis ich ihren Trick durchschaut habe. Kämpfe wacker, wie wir es von dir kennen, und der Sieg wird dir gehören.
Ah, da seid ihr endlich. Der Gong für das große Finale wird schon bald die Mauern des Kolosseums zum Beben bringen und dann beginnt ein packender Kampf, jeder gegen jeden, der die Zuschauer von den Sitzen reißen wird. Ultros war von deiner Teilnahme übrigens so begeistert, dass er sich selbst auch ins Schlachtgetümmel stürzen wird. Wahrlich eine Show der Superlative. Die Wetteinsätze sind so hoch wie nie in der Geschichte unseres schönen Kolosseums. Das freut natürlich auch unser Geldgeber, die Imagina Bergbau AG. Sicher wird sie schon bald den nächsten Metree-Pokal bei uns abhalten. Und egal, wie dieser Kampf auch ausgeht, für mich ist er schon jetzt ein großer Gewinn, insbesondere wegen meines kleinen Extra-Einkommens. Also, bist du bereit für den Kampf? Das Publikum kann es kaum erwarten. Ausgezeichnet, dann mal rein in die gute Stube. Sehr verehrtes Publikum, vielen Dank für eure Geduld. Ich kann euch versprechen, das Warten hat sich gelohnt. Ein Kampf wie heute hat es in der Geschichte des Kolosseums noch nicht gegeben. Bitte erlaubt mir, die Finalisten des Metree-Pokals der Imagina Bergbau AG vorzustellen. Neben dem Wirbelwind Avila und der ruhmreichen Kriegerin des Lichts beehrt uns diesmal auch der meisterliche Kriminologe Hildebrand mit seinen Kampfkünsten. Oder begeistert. Doch das ist längst nicht alles, liebe Freunde. Eben noch am Empfang, jetzt schon auf der Schaubühne, darf ich um einen tosenden Applaus für unseren allseits beliebten Portier Ultros bitten. Danke, danke. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Und jetzt wird es spannend, sehr verehrtes Publikum. Die Finalisten stehen sich gegenüber. Doch nur einer kann den ersten Preis erringen. Wer ist es würdig, den Azeima-Ring zu tragen? Möge der Bessere gewinnen. Also gut, du weißt, wo du stehen musst. Wenn am Ende nur noch wir beide übrig sind, werde ich theatralisch zu Boden gehen. Im Showgeschäft kenne ich mich bestens aus, Süße. Wehe, du verboxt es. Denk an deine Hälfte vom Preisgeld. Hat man so etwas schon gesehen? Die Gegner gehen wie Fliegen zu Boden. Unglaublich, Wildheit, wie sie nur eine Migitin an den Tag legen kann. Du bist als Nächster dran, Solis. Den Sieg lasse ich mir nicht nehmen. Zeit für unseren Auftritt, Meister Typhon. Es tut mir ausgesprochen leid, aber ich werde euer Näschen schon einmal, noch einmal mit dem betörenden Duft roher Goldtüffel kitzeln müssen. Wir brauchen euren Mieser, um der Kriegerin des Lichts einen stürmischen Empfang zu bereiten. Ich muss sagen, dass ich mich schon fast an diesen stechenden Geruch... Huch! Die Trüffel sind gebraten und riechen überhaupt nicht mehr. Was hat das zu bedeuten? Na, werte Ultros, meldet sich der kleine Hunger heute mal in der Arena? Wie gut, dass ich Sinkov vorsorglich gebeten habe, die Trüffel anzubraten, was?
Das darf doch nicht wahr sein! Warum dauert das denn so lange? Avilas Blickrichtung, das Tor in ihrem Rücken. Irgendwer versteckt sich dahinter. Lass es augenblicklich öffnen. Hunger! Was ist das für ein grässliches Geschöpf? Meister Typhoon, wie nett, dass ihr gekommen seid, um mich anzufeuern. Dieses posierliche Kerlchen ist euer Meister, werter Uitros. Was für ein putziges Näschen er hat. Darf ich ihn mal streicheln? Ha! Ha! Hunger! Hey, das sieht ja genauso aus wie bei Avilias Klingenwirbel. Hat sie uns etwa die ganze Zeit mit diesem Monster an der Nase rumgeführt? Bitte vergebt uns, mürrische Auer. Avila hat uns dazu gezwungen, ihr abgekatertes Spiel mitzumachen. Wie kannst du es wagen, Uitros? Du bist doch mit dieser Sache an mich herangetreten. Es war unser großer Traum, einmal in eurem wunderschönen Kolosseum zu kämpfen. Avila hat das schamlos ausgenutzt und uns unter Androhung von Rückverbannung zu ihrem Komplizen gemacht. Mir war die ganze Sache von Anfang an nicht geheuer. Ich meine, diese Frau kommt schließlich aus Alamigo, oder? Ganz genau, für Geld tun diese lausigen Hunde alles. Es ist eine Schande. Tja, ihre Disqualifikation hätte sie damit wohl besiegelt. Geschieht ihr recht. Aber... Ich appelliere an euer großes Herz, werte mürrische Auer. Gebt uns noch eine Chance. Lasst uns beweisen, was für ehrbare Krieger wir sind. Selbst wenn Avila ausscheidet, bleiben noch Solis, Meister Typhon und ich. Und ihr könnt mir glauben, wir werden euch einen Kampf liefern, den euer Publikum so schnell nicht vergessen wird. Solis gegen die Kuriositätenkabinett. Da hätte ich nichts gegen. Der Kunde ist König und nichts läge mir ferner, als das große Finale des Mitri-Pokals abzubrechen. Unser Regelwerk sieht es zwar eigentlich nicht vor, aber wir werden den Endkampf als Gruppenkampf austragen. Allerdings nicht hier. Wenn dieser überdimensionierte Kaugummi richtig loslegt, pustet er am Ende noch die Zuschauer von den Rängen. Das Finale wird nach Halatali verlegt. Und er hängt in der Decke. Nur noch ein paar Minuten bitte, Mami. Die Goldtrüffel waren es also, mit denen Avila ihre gewaltigen Klingelwirbel entfachte. Eine unvorhergesehene Wendung. Ebenso wie das Auftauchen des zweiten Nichtsgesandten von seiner Spezies. Steht selbst in den umfangreichen Ishgarder Bestarien nichts. Niemand kann sagen, was sich in Halatali erwartet. Aber wie dem auch sei. Jetzt bleibt uns nur noch auf dein Können zu bauen. Solas mürrische Aue hat einen Bereich von Halatali abtrennen lassen und ihn auf den Namen Drachenhals-Kolosseum getauft. Wenn du dich dem Kampf gewachsen fühlst, sollten wir umgehend ins östliche Tanalan aufbrechen.
Dann Aufi. Wir schalten das aber nur noch frei und den Rest mache ich dann mit Oberli zusammen. Weil wir dann am selben Punkt sind. Passt auch, wir haben jetzt 1,5 Stunden, dann mache ich noch eine halbe Stunde, ich noch ein bisschen jagen. Im Kolosseum werden immer fähige Kämpfer gebraucht. Hadatadi war von Anbeginn eine Trainingsstätte für angehende und geübte Gladiatoren gedacht, die hier ihren Schwertarm trainieren konnten. Viel Glück, Solus, du schaffst das schon. Allein dein Kampfgeschick kann uns den Azema-Ring jetzt noch bringen, Solus. Mögen die 12 dich schützen. Skandale und große Emotionen. Alles, was ein guter Kampf braucht, was? Nur den zweiten Preis hätten wir uns eigentlich schenken können. Jetzt, da sowieso nur 2 Gruppen gegeneinander antreten. Aber was soll's, das Spektakel zieht zahlungswillige Zuschauer in rauen Mengen an. Und den Trostpreis machen wir einfach zum Hauptpreis des nächsten Kampfes. Also dann, lass mich dir das modifizierte Regelwerk erklären. Wir werden das Finale anders als ursprünglich geplant als Gruppenkampf austragen. Suche dir 7 wackere Gefährten und registriere dich dann für das Drachenhals-Kolosseum. So, dann haben wir das. Jetzt gehe ich noch nach Ishgardo. Fundamente. Holen wir ganz schnell noch die Teile. Die täglichen Jagddinger. Geht ja immer noch. So. Und dann machen wir ein bisschen Jagdbrett. So, das haben wir dann. Schlüsselgegenstände suche ich. Ja. Dann lasst mich mal eben gucken. Beeren, Heavensword und Baileys. Heavensword. Einmal das, dann. Einmal das, das weiß ich auch, wo das ist. Das ist direkt vorne. Haben wir den noch? Den. Lone GT. So, ich habe gerade 100 Münzen. Mit dem großen Jagdwirt habe ich 200. Und ich brauche insgesamt 240 und 3 mal 70 sind 140 sind 210 310, 410, 450 brauche ich, okay. 450, jetzt habe ich, dann habe ich 300, dann habe ich 400. Okay, 50 fehlen mir am Ende. Ist aber kein Problem.
So, wir teleportieren uns Himmelswerkstätte. Mit Stahlwerkstätte vielmehr. So, und Asisla, das ist der hier. Den, okay. Dann suchen wir mal ein bisschen. So, einmal aufgeschwungen und ab geht die Party. Theoretisch könnte ich, aber ich lasse es. Drei Stück brauche ich, okay. Ich habe nicht Erfahrung dafür. Ja, wenn ich alle habe. Einmal jetzt so ein Yeti-Team nehmen. Sind die nur im Loch oder sind die auch hier? Die sind nur im Loch. Okay. Ist das der große Feld? Ja, das ist der große Feld. Zwei Stück brauche ich davon. So, jetzt über die Brücke. Das sind jetzt alles Fate-Gegner. Warum? Oh, der Drache könnte auch ein Jagdzieh sein.
Schade. Hab nur Erfahrungen gegeben. Ich dachte, der hätte, würde mir auch Zeichen geben. Zeichen. Ja doch, Jagdabzeichen. Also, Abzeichen, keine Zeichen. Und hier sind doch noch welche. Ach, die sind da hinten in der Pfütze, genau. Ah, okay, da hinten ist der dritte. So, dann haben wir die geschafft. Als nächstes würde ich dann abalatische Wolken mehr machen. Das ist einmal der Heißer, den Braunbär, ach, oh, das Dravanische Vorland, dann ist hier keiner mehr, ein Peißer, Vuklaligundo. Und das war's. Einmal dort hinten und einmal dort. Dann folgen wir zurück. Was sind hier hinten? Müssten eigentlich schon sehr früh kommen. Stück, das ist kein Problem. Hol ich mit denen ran. Den ran. Und dann eben nach hinten gehen. Ja, nicht die Karte komplettiert, ja, ne? Na los, so. Kann ich nämlich mal gucken. Das komplettiert, ja. Ah, nee. Das ist ein Gegner. Ich hab tatsächlich gedacht, das wäre ein Gegner.
Window Orc Bendo. Ah, nein, nein, nein. So. Yes, war nur einer. Gut, dann haben wir die auch schon. Dann geht's jetzt nach Asisla. Kann ich schon mal mich hin teleportieren? Seht ihr der Schatten? Na ja, haben wir den See? Ja, 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 ja. Asisla. Nichts. Hier ist auch nichts, wenn ich jetzt richtig geschaut habe. Genau. Hier ist was. Die Strigade. Die Strigade. Und das war's. Dann haben wir noch den Nikidas. Der ist auch da vorne. Okay, würde ich sagen, wir fliegen, man kann jetzt meine Maus nicht sehen, kann man das Rad sehen, wenn nicht, ja, das kann man sehen, wir fliegen jetzt hier lang und hier sind auch die Strigaden und dann gehen wir hier runter, gucken, ob das große Jagdwild ist und wenn es da nicht ist, ist es hier, dann fliegen wir hier in so einen Bogen, damit wir die zwei Quadranten hier noch mitnehmen und dann hier entlang. So. Nicht lange faseln. Auf geht's. Vielleicht haben wir Glück und das Jagdwild ist direkt da. Ist auf jeden Fall eine Strigade.